So, wir wollen jetzt über eine Sendung sprechen, die es schon viele Jahre im Fernsehen gibt, aber die eine interessante Entwicklung genommen hat. Angefangen hat sie mal, ja, man kann fast sagen, teilweise als so ein relativ banaler Promi-Talk eigentlich. Mittlerweile ist es eine sehr ernstzunehmende Polit-Talkshow geworden. Manche sagen sogar, es ist die beste Polit-Talkshow im deutschen Fernsehen. Und ich freue mich jetzt, den Mann im Hintergrund hier begrüßen zu können, nämlich einen der Produzenten der Sendung, Markus Lanz. Er hat denselben Vornamen, er heißt nämlich Markus Heidemanns. Herzlich willkommen. Hallo. Es wird ja auch letztendlich, ich weiß, dass man den Gag so ein bisschen immer erzählt, es war ja unzählige Male Karl Lauterbach bei euch zu Gast. Und dass ihr ihn letztendlich auch mit zum Minister gemacht habt dadurch. Weil die Leute haben Karl Lauterbach ja wirklich als eine Instanz irgendwann wahrgenommen, der immer sehr medienpräsent ist. Und Scholz kam ja fast nicht drum herum, ihn zum Gesundheitsminister am Ende zu machen. Weil sonst hätten alle gefragt, warum wird's der denn nicht? Der hat doch Ahnung, ne? Ja. Also ist das bei euch, seht ihr das auch so, dass ihr ihn mit zum Minister gemacht habt letztendlich? Ich glaube schon, aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Also wir haben, ein Kollege bei uns aus der Redaktion hat den Spaß gemacht und hat eine Bild-Zeitungs-Coverseite gemacht, ja, also vorne in der Frontpage mit wir sind Gesundheitsminister, ja, nach der Geschichte, wir sind Papst damals, ja, von Bild, wir sind Gesundheitsminister und was auch da ein bisschen viral gegangen ist, was ganz witzig ist. Die Geschichte von Karl Lauterbach ist die, dass wir ihn ja früher auch schon irgendwie häufig als Gast hatten, ganz normal, und immer ein guter Talkshow-Gast ist. Und wir hatten ihn dann das erste Mal zum Thema Corona da, sehr, sehr früh. Und wir hatten auch andere Experten da. Und ich hatte bei Karl Lauterbach irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der erklärt mir das so gut wie kein anderer. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, irgendwie, lass uns den häufiger einladen. Ich glaube, du musst mal die Frage, wem folgst du? Das waren unterschiedliche Einschätzungen. Wem folgst du? Und ich als Verantwortlicher. Wer funktioniert, sagt man ja auch gerne. Nee. Es ging nicht um die Quote. Ja, aber ich meine auch, wenn es um Erklärungen angeht. Genau. Wie gut also, ist jemand im Erklären? Das exakt, meine ich auch. Genau. Nicht ja. Die Quote, wie er draus funktioniert, das war nicht die Geschichte. Nee, klar. Sondern einfach, wie gut kann er es erklären? Ja. Ja, wir sind in einer Art Corona-Volkshochschule gestartet, weil keiner was wirklich wusste. Heute sind wir im vierten oder fünften Semester, weil wir letztendlich auf solchen Ebenen wie jetzt mit Professor Brockmann, der da die Grafiken mitnimmt und dann 25 Minuten darüber referiert dabei. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der holt die Leute dort anders noch ab, wie er das erzählt, ja, auf seine Art. Und haben ihn dann relativ kurz hintereinander relativ häufig gemacht. Und ja. Ich habe gedacht, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt andauernd andere Experten nehmen, die auch vielleicht in eine andere Richtung gehen. Ich habe gedacht, ich glaube, Lauterbach in seiner Analyse von dem, was uns da gerade sozusagen begleitet, bevorsteht und auch noch lange bevorstehen wird. Mhm. Und das verwirrt die Leute nur, wenn du permanent andere Leute dabei hast. Die sagen, mit dieser Stringenz würde ich gerne weiterziehen, weil die Corona hat sich auch entwickelt immer dabei. Ja, die Erkenntnisse, ob Impfstoff, kein Impfstoff, was machen, was ist richtig, ist es irgendwie mit Aerosole etc. etc. Das war ja alles, was so von ihm kam dabei. Ja. Das war die erste Phase, wo wir es sehr häufig gemacht haben. Dann haben aber ganz schnell Leute in anderen Talkshows auch verstanden, ja, dass Lauterbach ja gut funktioniert, ja, und auch zu so einer relativ großen Figur wird in der ganzen Zeit, obwohl er nicht in Amt und Würden war irgendwo, sondern war nur Gesundheitsexperte der SPD. Und dann haben die ihn auch genommen und haben ihn, das ist lustig, wenn du hingehst und prozentual guckst, ja, wie oft Lauterbach irgendwie bei Markus Lanz war oder zum Beispiel bei Maischberger und Illner, ja, wirst du feststellen, dass Maischberger und Illner prozentual ihn häufiger gemacht haben als wir. Da wir aber dreimal die Woche kommen. Ja, eben. Und ihn von vornherein aber, ja, teilweise dann wirklich irgendwie alle zwei Wochen hatten, in der Anfangsphase vielleicht von Februar bis zum Sommer 2020, hat sich das natürlich bei den Leuten so eingebrannt dabei. Und wir haben ihn auch weiterhin immer gemacht und so. Und ich glaube schon, dass die Wahrnehmung da draußen so ist, dass auch dann alle gefragt haben, also da hast du jetzt jemanden, ja, und der sehr, sehr häufig richtig gelegen hat. Und jetzt hast du auch die Möglichkeit, eben als SPD dieses Amt zu besetzen. Also was willst du denn noch irgendwie machen dabei? Also ich glaube, den Zugzwang haben wir ein bisschen mit unterstützt, das glaube ich schon, ja. Ja, du sagst, dann haben wir ihn öfter genommen. Ist denn auch von ihm immer sofort auch immer gesagt worden, natürlich, also ich komme sofort? Also wie ist das überhaupt bei den Politikern? Sind die alle immer so eitel, dass die sofort auch zusagen, wenn ihr sie einladet? Oder? Na, wir haben erstmal das Problem des Standortes. Wir sind in Hamburg, ja. Ja, und das merken wir jetzt auch. Und wenn du als Politiker in Berlin, also mal im Parlament sitzt und in Rang und Würden bist, dann brauchst du, um einen Auftritt bei Markus Lanz wahrzunehmen, ungefähr 8 Stunden, die du an deinem Tag wegstreichen kannst. Ja.
Wenn du jetzt aber abends bei Ilna eingeladen bist, dann kostet dich das vielleicht 2 Stunden, wenn es hochkommt. Ja, also musst du schon echt was auf dich nehmen, um das dann da reinzuschieben. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass sich die Politik auch die Zeit nehmen, das zu machen. Wir merken jetzt gerade so ein bisschen, dass es wieder schwieriger wird, weil kein Wahlkampf ist. Ja, natürlich nutzt ein Politiker natürlich die Fläche. Und weil wir auch den Stellenwert eingenommen haben, ja, und auch dann sozusagen auch den politischen Diskurs bestimmen. Wir wissen auch, wie sehr in Berlin die Sendung sehen wird. Ja, also wenn da ein Politiker auftaucht, ist das Thema natürlich dann automatisch auch in Berlin. Ich möchte irgendwie sowohl im journalistischen politischen Berlin wie auch im politischen, was ich, Plenarsaal Berlin dabei. Und aber Hamburg bleibt Standort, oder? Hamburg bleibt Standort, ja, das macht ansonsten echt keinen Sinn, muss ich mal drüber nachdenken und so, aber da hängt natürlich viel an, da kannst du immer kurz den Standort verändern, dabei Die Leute, und die kommen ja noch gerne. Und was wir auch sehen ist, dass selbst wenn wir Politiker schalten, was man einfach machen muss, gerade auch in der Corona-Zeit, was wir dann immer auch angefangen haben, ab der ersten Sendung, und dass die Leute das gutheißen und auch da keinen Unterschied machen. Du weißt, was mir aufgefallen ist, wir sind ja die einzige Sendung, die in einer Schalte nie ins Vollbild gehen. Ist mir aufgefallen? Nie ins Vollbild? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Nee. Nur nie ins Vollbild. Es ist immer groß im Hintergrund, das sehe ich, aber ach, interessant. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nee. Ich habe damals mir gesagt, als wir damit angefangen haben. Weil derjenige mit in der Runde sozusagen sitzt, virtuell, kann man sagen. Weil ich es immer haben wollte, der sitzt mit drin. Ich wollte das Gefühl haben, als wir damals alle vor der Situation standen, okay, Corona, alle zu Hause, ja, alle nur noch FaceTime, ja, Zoom kam auf und alles dabei. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, wir dürfen nur noch 3 Gäste im Studio haben. Dann haben wir den Pudding gedreht, wir haben so und so eine große Leinwand gehabt. Ich sage, ich möchte gerne, dass wir die Leute, die wir schalten, da drauflegen. Und ich habe es in den ersten 2 Monaten auch gesagt, obwohl die dann richtig geschaltet waren, also die waren jetzt nicht mit FaceTime, sondern man hätte die normale Schalte machen können, habe ich trotzdem gesagt, lass uns bitte nur mal in dem Kasch zeigen, was noch mehr das Gefühl erweckt, da ist jemand da, der genauso kommuniziert, und das geht gerade nicht anders, ja, in FaceTime, weil wir Corona-Zeiten haben. Das haben wir dann hinterher ein bisschen fallen lassen dabei. Aber ich bin immer dabei geblieben und es war schwer, den Regisseuren das zu erklären. Ja, weil jeder automatisch sagt, wie bei, Tagesthemen oder heute schon als Schalte, du gehst ja jetzt in Butterfly, dann gehst du ins Vollbild und so weiter und so fort. Ich sage, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte einfach, dass das immer so ist. Das ist ein bisschen so Big Brother is watching you. Ja, das ist, du hast immer die Oma zugeschaltet oder du bist irgendwie bei der MPK und sitzt da gemeinsam und hast denjenigen da vorhin zugeschaltet. Ja, okay. Ja, und das haben die Leute mir angenommen und das ist heute noch immer etwas, was, glaube ich, uns so ein USP so ein bisschen auch gibt. Ja, spannend fand ich auch durchaus in dieser ganzen Pandemiephase, dass ihr auch mal den Mut hattet, etwas Leute einzuladen, also jetzt nicht Verschwörungstheoretiker, aber Leute, die vielleicht mal eine etwas andere Sichtweise mitbringen. Zum Beispiel den Herrn Püschel, den Rechtsmediziner hier aus Hamburg, der ja auch, das habe ich zum ersten Mal bei euch gehört, gesagt hat, die Leichen werden überhaupt nicht untersucht. Man macht sich gar nicht die Mühe, mal Corona in dem Sinne mal nachzuforschen. Das fand ich natürlich hochspannend. Und das ist ja jemand, der auch bei manchen fast schon so, wo sie sagen, na, das ist so einer, den muss man nicht unbedingt einladen. Also natürlich, Böhmermann ist ja jetzt natürlich ein großes Thema gewesen mit Markus Lanz, diese Zeitdiskussion da, der jetzt sich auch über Hendrik Streeck sehr aufregte, was natürlich völlig absurd war, weil Streeck ist ja bei aller, sicher hat er auch mal falsch gelegen, aber ist es ein anerkannter Virologe. Entschuldigung, er sitzt im Expertenrat. Ja, na eben. Ja, das ist also er ist in NRW und jetzt irgendwie bundesweit sozusagen irgendwie im Regierungsexpertenrat. Nein, das ist... ich habe immer einen Strich gezogen. Ich habe mir das alles immer angeguckt, von ganz, ganz, ganz früh schon auch. Mhm. Ja, auch mit Bodo Schiffmann. Ich habe mir das ganz früh angeguckt. Ja, und auch irgendwie den, wie heißt der andere Professor noch? Bakti. Nee, noch einer dazwischen, dieser Grauhaarige. Der Vorbakti noch da war. Wodak, genau. Ja, der war mal SPD. Genau. Ich habe mir, und das Wodak ist ja der den falschen Doktor damals in Flensburg eingestellt hat. Ach ja, genau. Und ich habe mir das immer angeguckt, weil ich habe mir die Zeit, ich habe mir das im Netz angeguckt, was die sagen, auch wie Leute darauf reagieren, etc., etc. Und habe mir immer die Frage gestellt, false balance mäßig, ja, was geht und was geht nicht. Mhm. So. Und Püschel war für mich einfach eine klare und eine gute Geschichte. Ja. Ja, und zu sagen, wie da stellt jemand eine Frage, ja, und wirft das auf, und diesen Fragen muss man sich stellen. Das kann halt auch abgeräumt werden dabei, und ist dann mehr oder weniger abgeräumt worden, ist aber an Corona, mit Corona gestorben, die ganze Diskussion rauf und runter, die man auch führen muss. Ich sehe das auch so, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich kann aber dann nicht, und das ist ja halt diese False Balance Diskussion, ich habe weder gesagt, irgendwie, dass man Schiffmann machen kann, also früh noch, als er nicht zum völligen durchgedrehten, ja, auch, was ich, Antisemiten und alles, was
was dann mit zusammenkommt. Kein Wodak, kein Bhakti, kein Schiffmann, kein FM und alles, was sich damals so hochgeräumt hat. Das ist albern. Ja? Also da muss man sich auch wirklich nicht mit auseinandersetzen, meiner Meinung nach. Und, aber wir haben die unterschiedlichen Sachen und da waren Streeck, da waren Kekule, ja, und das waren unterschiedliche Ansätze dabei. Und das war völlig normal. Einfach wirklich anerkannte Wissenschaftler, ja, die also weltweit auch wieder nicht irgendwie völlige False Balance Quatsch erzählt haben. Ich bin sehr darüber aufgeregt. Es gab ja die Geschichte, dass der Spiegel uns vorgeworfen hatte. Also einmal Markus während einer Spiegelkonferenz, dass wir für den Tod von Tausenden von Menschen verantwortlich wären. Ja, und ich habe an einer Online-Diskussion mitgemacht, da war auch die Kollegin vom Spiegel dabei, die das nochmal wiederholt hat. Ja, und wo ich dann gesagt habe, ich hätte noch nie was wirklich Unverschämteres gehört, was man mir sagen kann dabei. Das ist dann in dem Blick auf einer Ebene ähnlich verbohrt wie vielleicht die, über die ich gerade gesprochen habe dabei. Ja, also dann die als False Balance da hinzustellen. Natürlich gibt es eine False Balance, da haben wir auch eine große Verantwortung. Ja, aber das an der Ebene sich daran festzubeißen und so, halte ich für sehr, 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 sehr schwierig. Ja, du hast vorhin schon kurz erwähnt, Politiker-Proports. Man kennt das ja bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass bei solchen Polit-Talkshows dann immer darauf geachtet wird, da muss natürlich von jeder Seite mal einer kommen, sonst ist das ungerecht. Ihr unterliegt diesem Zwang überhaupt nicht, oder wie? Doch. Ja, aber wir machen natürlich das anders. Wir sind der Unterhaltung angegliedert, haben aber trotz allem vom Programmdirektor die Aufgabe auch bekommen. Wir sind dann mal irgendwann, hat man uns auch von der Politikersperre befreit. Es gibt für Unterhaltungssendungen Politikersperre 6 Wochen vor Wahlen. Ja. Und dann wurde gesagt, okay, wenn ihr euch sozusagen der gleichen Proports-Geschichte aussetzt, die auch wir politische Talkshows haben, dann heben wir jetzt die Politikersperre auf. Mhm. Für uns ist aber noch ein bisschen einfacher. Wir müssen ja nicht innerhalb einer Sendung diesem Proports gerecht werden, sondern wir müssen das über das ganze Jahr, wo wir dann auch gucken, sind denn die Politiker sollen ja so abgebildet sein vom Proports, wie sie auch im aktuellen Bundestag sozusagen abgebildet sind. Und das können wir natürlich dann relativ einfach machen, ohne zu sagen, ich muss jetzt irgendwie noch einen von der FDP, von den Grünen und von der SPD einladen. Das muss ich nicht in einer Sendung machen, sonst kann ich ja verteilen auf unterschiedliche Sendungen dann dabei. Gilt das auch für die AfD? Für die AfD ist es so, dass es gibt da keine Ansage, was die AfD angeht. Ja? Mhm. Man soll denen natürlich auch gleichzeitig irgendwie zu Wort kommen lassen, was wir machen. Bei denen, die ich finde, im Rahmen sind einer Diskussion dort irgendwie auch im Stadtsaal. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ja? Also ich meine, wir mussten oder wir dachten mal irgendwie, Nikolaus Fest machen zu können, ja? Der sich ja jetzt irgendwie mit der Geschichte, mit dem Tod des EU-Präsidenten irgendwie beschäftigt hat. Und da habe ich auch gemerkt, weil wir versucht haben, wen kannst du nehmen eigentlich davon? Ja? Und Brandner, da sind viele, wenn du machen kannst. Wenn es um ein Thema geht und wenn es wichtig ist, auch jemanden zu haben, mit dem man über etwas diskutieren kann, dann machen wir das. Ja? Also wir hatten Meuthen hatten wir da, wir hatten Gauland zweimal da, wir hatten wie Frau Weidel auch, glaube ich, schon ein oder zweimal da und so weiter. Na klar, finden die da auch statt, aber auf eine andere Art und Weise, definitiv. Ja. Die Linke findet bei uns genauso statt und da ist auch jetzt vom Proporz her nicht, sondern bei den Rändern ist es halt dann auch so ein bisschen auch vom Sender her, die kommen genauso zu Wort, ja, aber das ist dann irgendwie dem Proporz nicht so sehr gegeben. Also Proporz gilt für die etablierten Parteien, also jetzt im Sinne von, also nicht Linke und nicht AfD, Nee, der Proporz im Allgemeinen. Okay. Und wenn es darum geht und zu sagen, da hast du etwas, wo es dann auch irgendwie um ein Thema geht mit dabei, dann ist es so, dass man das natürlich genauso abbildet dabei. Klar. Ja. Ja, wie wird das dann irgendwie berechnet? Nach dem Schlüssel oder wie? Oder nach dem Gefühl oder wie? Nee. Also wird eine Strichliste gemacht, da müssen wir noch einen von den Linken nochmal einladen, weil das sind zu wenige dieses Jahr gewesen. Du hast ganz normal zu sagen, bitte auch irgendwie alle Parteien dort stattfinden zu lassen. Und es gibt irgendwie den Auftrag irgendwie des Fernsehrates, den Bundestag genauso dort abzubilden, wie er sozusagen mehr oder weniger funktioniert. Ja. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.